take a life, do you know what to give? I doubt you would like what it is. If the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes of the sea?
dass es Triolen singen, die über Graben Beat spielen. La, 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 la. Schade, das können die Kollegen nicht, darum muss ich das alleine machen. Und jetzt kommt das legendäre Solo von Jan Henning Walter. Hallöchen! Hallo! 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 Was machen wir heute wieder? Machen wir Hallo? Wie wär's denn mal mit? Ach ja! Nee, ach, den ja. hatten wir schon mal. Nee, ach, ach ja, hatten wir noch ach, nicht. Ja. Ach ja! Ach ja! Ja, okay, gut. Ich glaube, ich sag erstmal vernünftig guten Tag für die Menschen, die jetzt noch nicht wissen, was hier so passiert. Hallo! Wir sind die Band Tripod, wir kommen aus dem schönen Hamburg und wir haben die große Ehre, heute mal wieder im Internet präsent zu sein, zu dürfen, zu tun, gehabt zu haben. Es ist 2021, meine Freundin ist weg und ranzig in der Südsee. Nein, stimmt nicht. Ich muss aufhören, Blödsinn zu erzählen. Unsere Regie fängt schon an zu lachen. Ich bin völlig weg. Also, es ist 2021, wir beginnen das Jahr, genauso wie wir das alte aufgehört haben, mit Konzerten für euch. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr mitmacht. Und ja, das ist alles live hier, meine Damen und Herren. Wir sind live und dürfen jetzt zu euch in die Wohnzimmer kommen. So gefällt mir das. Stefan, das Wichtigste ist doch, dass wir wieder ein Homeoffice-Konzert machen. Ja. Aber wir haben das Konzept verändert. Wir haben das komplette Jahr 2020 das Konzept gehabt, wir wiederholen keinen einzigen Titel. Jetzt ist es nicht so, dass wir das nicht noch eine Zeit hätten durchziehen können. Also wir hätten noch ungefähr genauso viele Homeoffice-Konzerte geschafft. Es wird irgendwann nur komisch dann, ne? Da hätte ich gestern geschrieben. Und eure Wünsche werden immer interessanter und immer, sagen wir, kreativer. Ja, und das Schlimme ist, die Antwort wird immer sein, ja, haben wir schon mal gespielt. Im März vor einem Jahr. Richtig. So ist der nächste Titel, die haben wir schon mal gespielt. Jetzt haben wir also 10 Konzerte damit gemacht in 2020 und fanden das eine runde Zahl, um dieses Konzept jetzt mal in den Mülleimer zu werfen. Jetzt beginnen wir mit einem neuen Konzept. Wir machen jetzt Mottos, Motti, verschiedene Mottos. Motten. Nee, warte mal. Ich weiß, wie man um den Plural kommt. Na? Wir machen ab jetzt bei jedem Abend ein anderes Motto. Gut, oder? Ich finde Motten geil. Motten, ja. Und das erste Motto, was ihr jetzt heute erlebt, ist Musik aus Film und Fernsehen. Es erklärt sich von selbst, jeder Song, der heute gespielt wird und auch jeder Song, den ihr euch nachher wünschen dürft, muss in irgendeiner Form in Film oder Fernsehen vorgekommen sein. So gut und so einfach. Der nächste Song ist ein, wie habe ich gesagt, Coming-of-Age-Song einer ganzen Generation, denn es geht um den Film The Graduate oder auf Deutsch heißt er Die Reifeprüfung mit natürlich Dustin Hoffmann. Und dazu haben Simon und Garfunkel den Titelsong geleistet. Wollen wir? Der ist Simon, der ist Garfunkel, ich bin auch dabei. Los geht's. Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you ever know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven knows a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mm. 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 Relax
little bit about you for our files. Like to help to learn about yourself. Look around you, all you see are sympathetic streets. Stroll around, around until you feel it. And she see you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you ever know. Oh, oh, oh. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds some place for those who pray. Place where no one else can go. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Go, go, get you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you ever know. It's a trap. Oh, oh, oh. God bless you, please. This is Robinson. Heaven holds some place for those who pray. It's yeah, hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sehr gut geschrieben. Oh, hey, 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 hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Und an jedem anderen Tag auch. Going to the candidates debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Everywhere you look at it, you do. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns slowly eyes on you. Ooh, what's that you say, Mrs. Robinson? George and Joe has left and gone away. Oh, hey, hey, hey. Oh, hey, hey, hey. Und Garfunkel. Dankeschön. Ach ja. Ach ja. Das kultivieren wir, das kultivieren wir. Ja, ja, das schaffen wir auch. So, was machen wir als nächstes? Aus einem Film, der da, bei dem wir vorhin überlegt haben, wie heißt der eigentlich auf Englisch, wissen wir nicht. Also, ich darf schon sagen, wie der Film heißt, ist das okay? Ja, der Film heißt Eiskalte Engel. Auf Englisch Ice Cold Angels. Ja, Ice Cold Angels, haben wir auch gedacht, ich glaube nicht. Und jetzt wird irgendwer zu Hause einfach Google bemühen und uns das im Chat schreiben. Alle zu Hause werden sich mit der Hand vor die Stirn schlagen und werden sagen, warum wissen die das nicht? Was ist das hier? Ach, Heike Tiedemann schreibt, gesundheitlich soll bitte wieder an die Matheaufgaben gehen. Nein, gesundheitlich, du darfst gerne Matheaufgaben machen, aber erst, wenn wir hier fertig sind. So, also, Eiskalte Engel und Christoph fängt an, euch was vorzuspielen und wir freuen uns sehr auf das, was raufkommt. Symphony is life.
Wunderschön. Ja, Christoph würde sagen, der Daumen muss hinter das Griffbrett. Ja, sagt er mir auch des Öfteren, aber ich muss halt lernen, mit dieser Behinderung zu leben. Es ist ja ein Hauch komplizierter als das. Es gibt ja zwei verschiedene Griffmöglichkeiten. Ach, ist das so? Ja, natürlich. Es gibt sogar noch mehr. Richtig, der Henning ist da der absolute Experte. Also der klassische E-Bassist hat natürlich einen Daumen hinterm Griffbrett. Aber wenn man so wie Stefan eher den gitarristischen Ansatz wählt und der Bass etwas tiefer hängt, dann wandert selbstverständlich der Daumen oben drüber. Und Akustikgitarristen greifen sogar das manchen mit dem Daumen unten. Das fühlt sich etwas eklig an, geht aber so, wird Henning mich bestätigen. Jetzt war ich kurz ausgestiegen. Ja. Oh, guck mal, wir haben schon Musikwünsche. Das Schöne ist, es gibt einen Song, den haben wir auch geplant für heute. Also ich habe im Vorfeld bei Facebook darum gebeten, Vorschläge für die Setliste einzureichen. Und es waren unglaublich viele extrem gute Vorschläge dabei. Und es war ein einziger dabei, da wurde gewünscht, dass wir ihn bitte nicht spielen sollen. Oder spielen wir erst recht? Nein, so. Genau. Und die Dame, die sich den gewünscht hat, nützt nichts. Du könntest vielleicht so lange den Stream ausmachen oder... Was trinken gehen oder die Toilette auf, wobei der Stream läuft ja noch nicht so lange. Stimmt. Weil um diesen Song kommen wir natürlich nicht drum rum. Und ich habe dafür extra ein Utensil mitgebracht. Offiziell heißt es Ocarina, aber in unseren Kreisen heißt es Hirschkäferflöte. Also nur bei Tripod heißt es Hirschkäferflöte. Vielleicht setze ich das ja durch. Meine Damen und Herren, an der Hirschkäferflöte, der Mann mit den 1000 Fingern, Christoph Rosenplänter. Ja, genau so sieht das aus, wie ein Hirschkäfer-Mundwerkzeug. Ich gucke nicht hin, sonst kann ich singen. Ah, die Dame, die sie gesagt hat, schreibt, sie hört trotzdem zu. Ach, das ist aber nett. Dankeschön. Ja, das ist super. Sind Sie soweit, Maestro? Immer gern. Der Tee ist fertig.
Frisch aufgebrüht. Immer lecker. Ja, also Tom fragt gerade, warum? Warum? Darum, weil es Spaß macht, Alter. Da müssen wir alle gemeinsam. Weil es ein Filmtitel ist. Ja, genau. Ja. Nee, das ist, also wir hätten ihn noch weglassen können, aber ich habe tatsächlich ab der ersten Sekunde, geil, wir machen Film, aber wir müssen unbedingt Titanic spielen. Natürlich. Ich will die Hilfskäferflöte haben. Und er ist ja auch in den Wünschen ungefähr vorher ungefähr 20 Mal gewünscht worden und einmal abgewünscht worden. Komm zurück, also, Jack, Rose. Oh nein, Jack. Außerdem war dieses Scheißbrett groß genug für zwei, aber das lassen wir jetzt mal. Ja. Also haben wir quasi, wenn es 20 Leute wollten und eine nicht, haben wir es 19 Mal gewünscht. Ja? Das hebt sich gegenseitig auf. Damit kommen wir zu unserem Wunschblock für heute. Ja, schön. Denn ihr dürft euch bei uns natürlich alles wünschen, was ihr wollt. Und alle, die zum ersten Mal dabei sind, die wissen das ja noch nicht. Wir erfüllen gerne eure Musikwünsche, am liebsten spontan. Wenn wir den Song können, dann spielen wir ihn, dann sind wir begeistert. Wenn wir ihn nicht können, sind wir genauso begeistert und spielen ihn trotzdem. Nur Songs, die wir nicht kennen oder die in unserer Besetzung nicht möglich sind, fallen durchs Raster und werden ignoriert. Da kam vorhin schon ein total guter, jetzt habe ich wieder vergessen, was es war. Ich wollte mir sowas immer merken. Ja, zu blöd. Ja. Ach Gott, hier Ghostbusters Shadow, natürlich ja. Auch gut. Shadow, Dancing Queen. Wo ist Dancing Queen? Na gut, man kann nicht sagen Mamma Mia. Ja, klar. Was, Ghostbusters kriegen wir hin? Aus. Oh, scheiße, echt? Mamma Mia. In Emil, sagst du, okay. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, was ich da tue, ne? Aber das ist egal. Das ist ja das Schöne. Wir spielen auch Titel, die wir nicht können. Das ist uns völlig egal. Ihr guckt ja trotzdem zu und da sind wir euch sehr dankbar für. Na, du äumelst mal auf E rum. Ja. Und ich mach das dann. Okay. Ach so, du machst. Ja, wunderbar. Das geht auch. Ganz schneller. Ja, wie schnell ist das gern? So, da. Ist das gut? Ist okay. Das ist zu schnell, oder? Ja. Okay, wir einigen uns nochmal drauf. Was hast du? Okay, was hatten wir? Wir hatten Rocky Horror Picture Show. Let's so. Do it! Ja, ich weiß wieder. Hier, Time Warp. Ja, natürlich. Was denn sonst? Du bist soweit? Ich bin soweit. Okay. One, two, three, oh! It's astounding. Time is fleeting. And madness takes its toll. So listen closely, not for very much longer. I've got to keep control. It's just a jump to the left. And a step to the right.
your hands on your hips. Just a jump to the left. Warte mal ganz kurz. Gibt es ein Jump to the left Emoticon? Irgendwas mit Springen auf jeden Fall, ja. Okay, also ihr postet jetzt natürlich, weil Henning sagt, just to jump to the left. Ja. Alle Emoticons, die ihr finden könnt, die irgendwas mit Springen zu tun haben. Das können wir ja auch noch einen Moment abwarten dann. Ja. Bist du weich? Wir machen jetzt weiter. Entschuldigung, so. Bitte entschuldigen Sie die Unterbrechung, Herr Walter. Hallo. Bitte fahren Sie fort. It's just a jump to the left. Put your hands on your hips. And then your knees in time. When it's a velvet star. Which really drives you insane. Kommen so schöne Emoticons, das ist ja der Hammer. Mega. Mit Pfeilen nach links und ein Känguru, das ist Känguru das Beste. Springt nach links. Das Känguru ist das Beste. Thomas ist auch super, fast forward. Großartig, ach, großartig. Es kommt ganz auf Danger Zone. Haben wir irgendeine Chance für Danger Zone? Ich denke, ja, das kriegen wir hin, das ist nicht so schwer. Ist das so? Ja, ja. Warte mal, ich probier mal. Mach mal auf, ich glaube Dora ist es, und dann geht auf C runter für ein Refrain, oder? Ich glaube, das war's auch schon. Viel mehr passiert da nicht. Baby ist auch noch drin. Okay, alles klar. Ich suche mir schnell den Text raus. Und ich mache einfach wieder Puffelzappe, ne? Ja, 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 das ist schon ein bisschen komplizierter eigentlich, aber du kommst doch schon rein. Ja, kompliziert, Christoph, das wird hier ja eh nichts. Hör auf. Danger Zone. Kenny Loggins, jawohl. Danger Zone Lyrics. Natürlich. Ja, ihr wisst, so ist das, ne? Ist Cello, wurde das mal in irgendeinem Film verbaut? Ich glaube nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste, spontan. Ja, ja, ja. Thank you.
wunderschön. Wunderschön prollig ist das Ding, Alter. Ich habe so schön die Jets gerade fliegen sehen. Natürlich. Ja, ich guck gerade Cobra Kai, falls ihr den kennt. Also, kennt ihr nicht? Kennt irgendeiner von euch Karate Kid? Natürlich. Ja, Henning kennt das. Ja, ja. Christoph guckt immer so. Und Christoph guckt immer so, damit keiner ihn drauf anspricht. Ja, ja, das ist richtig. Und da ist genau so eine Musik die ganze Zeit drin. Also, es ist halt so 80s-Zeugs irgendwie. Das ist ja super geil. Also alle, die Karate Kid kennen und Bock auf gute Serie haben, Cobra Kai kann ich nur empfehlen. Mega also lustig. Für alle jüngeren Zuschauer, ja, das, wo wir auch mal irgendwie jung waren. Oh, 80s-Zeug. So das Publikum unter 5 Jahren, unter 9 Jahren wünscht sich Bibi und Tina. Natürlich tun sie das. Machen wir auch gerne Bibi und Tina, oder? Und die Gummibärenbande, guck mal. Natürlich die Gummibärenbande. Lass mit denen mal anfangen, oder? Wobei, da steht Dummibärenbande. Das ist wahrscheinlich relativ schnell getippt worden. Das sagt sich auch schnell dahin. Macht ja nix. Oh, Alter, nur geile Nummern hier. Ja, ja. Okay, also Dummibärenbande, los geht's. Cobra Kai ist mega, schreibt Robert. Ja, ist richtig. Ja, mach mal auf Dora. Okay, ich kann sowieso nicht mit, aber wir versuchen es mal. Oh, Verlauf. Oh, Alter, ihr seid so geil. Ich will bis übermorgen spielen, ey. So, okay. Hey, du machst erstmal. Freundlich. Achso, das war schon mal blöd. Mutig und freundlich, so tapfer und fröhlich. Fröhlich und fresh kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen. In ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt alle her und singt alle mit. Tom wünscht sich Flipper für seinen Pool, aber Flipper kann ich nicht. Wollten wir nicht erst Bibi und Tina experimentieren? Ja, auf jeden Fall, auf jeden das können wir zwar überhaupt nicht. Alter, wir müssen aber irgendwie echt, machen Junge, das öfter mal. Das geht schon wieder Richtung Kika, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, ja. Okay. So, nochmal. Was ist das? Ach ja, Anton. Okay, ich habe keine Ahnung. Hufe klappern, Pferde traben, springen über den Wassergraben, über Schotten und über Stein. Jeder kennt die beiden. Anton. Ja, das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen den Wind. Sie reiten nicht mit, keine Ahnung, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Aufgesetzt sind lang die Zügel, Sattel fest und Fuß im Bügel, über Stock und über Stein, jeder kennt die beiden. Ja, das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil die Freunde sind. Rich, oder? Ja, ist kann ich nicht. Aus. Achso, reicht aus. Okay, alles klar. Baby Blocksberg mache ich jetzt noch gerade und dann schließen wir die Kinderrunde Alter, ab. Alter, echt jetzt? Oh, geil. Warte mal. Ich muss mich hier mal kurz mal gucken. Mir ist gerade was ausgegangen. Ha. Wie fängst du an? Können wir nur den Refrain machen? Ich konnte eigentlich die Strophe auch machen. Vielleicht kriegst du es ja noch, wenn wir den Refrain gemacht haben. Ja, ich hab schon. So ein bisschen auf G, geht das? Ja. Hallo Leute, da bin ich. Was? Einige von euch wissen nicht, wer ich bin? Na dann passt mal auf. Sie stellt so manchen Unsinn an, weil sie was Besonderes kann. Alle Leute fragen das. Wer hat was hier ausgeheckt? Wer hat wen hier so erschreckt? Wisst ihr, wer dahinter steckt? Ene, Mene, 1, 2, 3, Borsten, Schiel und Fliegerei. Die Leute sagen, staunen sehen, wie wir fliegen und uns drehen. Komm und lass uns alle wiedersehen. Hex, Hex! Du
Alter, wo kam das denn her? Ey? Guck mal, 27,5 Jahre hat das Henning Bremen nicht gehört. Na, ich hab's nur 1,5 Jahre nicht gehört. Also super. Privat höre ich's ja auch. Oh Mann. Ja, also ich guck gerade in den, Chat. So, nee, Benjamin Blümchen, jetzt ist Schluss, Leute. Wir haben jetzt Kinder, genau, wollte ich gerade sagen. Auch Biene Maja und so können wir alles noch machen. Damit haben wir die Kinderrunde abgeschlossen. Ja. Leute, ich singe den ganzen Abend alleine. Also was soll meine Stimme dazu sagen? Es gibt einen Wunsch, der ist jetzt schon mehrfach aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob alle wissen, wo das herkommt. Und zwar geht es um Don't You. Don't you was? Nee, Moment, welcher ist es denn? Ist es... Jetzt bin ich durcheinander. Welcher ist denn aus dem Breakfast Club? Ist das... Don't You, oder? Don't You Forget About Me. Ja, Forget About Me. Ja. Den haben wir doch irgendwann mal probiert. Und sind da gar nicht so schlecht bei rausgekommen. Ja, das war doch Glückssache. Es wird jetzt schlecht. Ja. Ist das der aus Breakfast? Ja, ich bin der völlig raus. Ich, ich habe gerade immer gedacht, das wäre dieses Duett, aber das ist es ja gar nicht. Es ist ja... Oh, aber jetzt machen sie alle diese wunderschönen... Das ist echt schlimm. Jetzt machen sie alle diese wunderschönen Sachen. So, ich muss den Text wieder raussuchen. Ja, das kriegen wir irgendwie... Da habe ich uns jetzt ja, also egal, reingeschoben. Das wollte ich ja gar nicht. Ja, ist kein Ding, wir kriegen das hin. Also jetzt, ja, wir sind gerade ein bisschen unkonzentriert, weil sich jetzt hier jeder seinen Scheiß zusammensucht. Ist ja klar. Don't You Forget About Me. Also Henning sucht die Akkorde, ich suche den Text. Und das Miriam schreibt schon Hey, 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 Hey. About me, das ist ja schon mal gut. Das Gute ist, sie hat es extra früher geschrieben, damit es hätten wir sofort angefangen zu spielen, mit der Zeitverzögerung bei uns pünktlich zum Refrain angekommen wäre. Aber sie hat nicht damit gerechnet, dass wir so lahm sind. Guck mal, es geht noch weiter. Es kommt noch Vicky. Oh, Alter. Wir können da so einen Comic-Abend machen, oder? Absolut. Wir machen einen Titelmelodien von Kindersendungen-Abend. So, Henning, lass dich von deiner Intuition leiten. Was ist es? D-E machen wir. D-E und dann irgendwann C. Hey, hey, genau. Und dann sagst du mir die Akkorde weiter an, ne? Ja, genau. Das singen wir ja unisono. Das... Nee, ich singe den alleine. Mit das, yeah. Ja, das ist okay, ja. Aber hey, hey, hey. Okay, okay, dann sind wir okay. Okay. Alles klar, bereit. Breakfast Club, okay. Attacke. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving everything inside and out. And thinking of ten of things that we were working on. Slow change may pull us apart. Lighting up into your heart, baby. Don't you forget about me. Wo sind wir da? Caesar, ja? 3, 2, 1. Will you stand above me? Look my way and never love me. Rain keeps falling, rain keeps falling.
Stil, nämlich der, wo jemand keinen Text lernen muss. Noch nicht, noch nicht. So, seid ihr bereit? Gleich geht's los. Manta. Geil. Nee, kann ich nicht. Tut mir leid. Manta rochen. Oh, wunderschön. Also, was machen wir? Ich muss das hier mal kurz mal weglegen gleich. Also, was oft dabei war, Tabaluga und Lilly, ist das ein Film? Ich kenne das nur als Musical. Naja, streng genommen, es wird schon irgendwo, ist das verfilmt in dem Sinne? Ja. Ja, also, ich weiß nicht. Ist das verfilmt? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht. Wollen wir so tun, als ob? Können wir. Ist mir ein bisschen egal. Wir können auch sagen, ach, Summer Wine. Summer Wine. Das würde ich eher vielleicht hinkriegen als das, was ihr hattet gerade. Okay, komm, los, Summer Wine. Kannst du den singen so ein bisschen? Weil ich krieg die zweite Stufe irgendwas. Nö, kann ich nicht. Egal, dann mache ich die Frau. Okay, hör ich gern. Okay, geht ab. Ja, so geht das. 3, 2, 1, go! Blueberries, cherries and an angel kiss in spring. My summer wine is always me. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir können ja mal so ein bisschen, also alle haben anderen Stuntman geschrieben, Colt Sievers, klar, will ich auch haben. Henning, ich weiß, dass du den irgendwann mal früher so auf der Gitarre so lagerfeuermäßig gepickt hast. Wollen wir das mal so lagerfeuermäßig versuchen? Wir haben das mal lagerfeuermäßig versucht. Sehr schön. Machen Sie jetzt auch nochmal. Oh Mann. Das Boot. Da. Er ist gewünscht, ist schöne Idee. Das Boot. Aber das, wird schwierig, glaube ich. Das fällt in die Kategorie, können wir mit der Besetzung nicht erfüllen. Naja, großartig. Wenn du da hinten dein komisches Keyboard auspackst. Ja, das stimmt. Unknown Stuntman. Das stimmt. Unknown Stuntman. Stuntman? Es sind heute sehr, also weil das alles immer so textlastig ist, ist das auch sehr handylastig. Aber ist egal, da komme ich auch ganz gut mit klar. Wo kommt denn 500 Miles her? Das wurde jetzt Das weiß ich. Das kommt aus How I Met Your Mother. Ich wollte gerade Scrubs sagen. How I Met Your Mother. Und zwar gibt es da doch diesen Fiero, das Auto, in dem die Kassette feststeckt. Richtig, und es läuft immer nur dieser Song. Ja. Auch schön. Blaze of Glory können wir aber, glaube ich, nicht. Bon Jovi. So, jetzt Ruhe jetzt hier. Wir machen jetzt schon mal anderen Stuntman. Ich war kurz unkonzentriert. Los geht's. Fange ich alleine an? Wenn du das Intro machen kannst, willst, dann ja. Du kannst das so perkussionieren, ne?
Gut. Ich kann dazu keinen Bass. Ich mach dazu perfektionieren. Okay, geht los. Kiss and tell, but I've been seen with Pharaoh. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with selling beans, growing up for rock and roll, but some of them just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading lady. Other guys while I'm bandaging my knees. And I might fall from a tall building, I might roll a brand new car, cause I'm young and stumping, I made Redford such a star. I never spent much time in school, but I told ladies plenty. It's true, I hire my buddy out for pay. So fine. Eine Strophe haben wir noch. Ja, genau, da muss man schnippen. Schadet jetzt auch nicht mehr. They never made me president, but I got the best first ladies. Some days I got them as far as the eye can see. Ooh-wee. A morning dive over Jackie Smith and a crash in the night with Cheryl. And I might fall from a tall building, sober Brindle and smoking her. I might leave a brand new canyon, so he can kiss a fur. Well, that smooth talker is kissing my girl, I'm just kissing her. Cause I'm the unknown stuntman, make red but duck to flirt. Ach ja. Ach ja. So, wir haben noch Zeit für zwei Wünsche. Finde ich gut. Jetzt hatte ich ja 500 Miles schon angeteased. Machen wir den einen davon? Ja, warum nicht? Komm. Können wir doch tun. Und lieber Art, du hast es jetzt schon so oft reinkopiert und wieder geschrieben. Der kommt noch. Los jetzt, ja. Wir sind Tricold. Ja, Stefan Sievers kam auch. Fand ich auch sehr gut. Stefan Sievers mit Tricold. Ja, super. Ja, da könnt ihr es demnächst so sehen. When I wake up, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be a man who wakes up next to you. And when I go out, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who goes along with you. When I get drunk, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And when I go out, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who hangs around to you. Selling penny all to you. When I come home, when I come home, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's coming home for you. And when I go, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's coming home for you. Lonely without you. And when I'm dreaming, oh, I know I'm
gonna dream, I'm gonna dream about the times when I'm with you. When I come home, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's coming home for you. And when I go, oh, I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's coming home for you. I'm gonna be the man who's coming home for you. Okay, liebe Leute, ihr könnt vor dem Fernseher jetzt ordentlich die Anlage aufreißen und ein bisschen springen mit uns, okay? Der Schluss vom Wunschblock, oder? Ja, was wollen wir da noch machen? Ja. Was hatte ich noch? Uns ja sonst einen Wunsch noch für nachher aufheben. So machen wir es. Ja, ich habe einen noch gesehen, den würde ich noch machen. Welchen denn? Werner. Ja, okay. Natürlich. Okay, dann ja. Jetzt Werner oder was? Ja, können wir machen. Ich wechsle kurz zur Stromgitarre. You push my nerves and you rattle my brain. Kennt ihr Straight to Hell, was gerade gewünscht ist von Rage, vom Shoot des Money zu einer der fettesten Nummern ever. Gibt's nichts zu singen, aber ach so, ich dachte, wir wollten Straight to Hell ausprobieren. Okay. Ist es, oder? Ja. Los jetzt, Werner, komm. Okay, wir müssen singen, beinhart. Beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Schobber, beinhart wie ein Flashbier, beinhart geht das ab hier. Beinhart wie ein Rocker, beinhart wie ein Schobber, beinhart wie ein Flashbier, beinhart geht das ab hier. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das? Also, wir machen jetzt mit dem normalen Programm weiter. Das jetzt normale so. Problem, geil. Ihr wisst ja, wir sind nach wie vor im Lockdown. Denn wären wir nicht im Lockdown, dann wären wir hier nicht für euch online. Und dieser Lockdown, der bringt mit sich, dass wir unserer Tätigkeit
nicht nachgehen können, denn wir spielen Konzerte, normalerweise. Das ist unser Job. Also wir spielen auf, wird oft gefragt, Hochzeiten zum Beispiel oder Geburtstagen. Wir spielen auch gerne in Hotelbars, das machen wir ziemlich häufig. Wir spielen auch große Dinge, Stadtfest, Kieler Woche, Barsbüttel, wo auch immer. Wir spielen und damit verdienen wir unser Geld und damit bezahlen wir unsere Brötchen. Und aktuell können wir das nicht. Und das ist ja richtig, dass wir das nicht können. Aber darum sind wir hier. Und jetzt machen wir das so, dass wir euch auch im letzten Jahr immer gerne gefragt haben, ob ihr uns ein Trinkgeld zukommen möchtet, lassen möchtet in digitaler Form. Wir machen das ja freiwillig. Also jetzt, wir können ja auch sagen, pro gewünschtem Musikwunsch 4.000 Euro. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also wer das möchte und wem dieser Stream gefallen hat, der kann uns sehr gerne ein kleines Trinkgeld dalassen. Völlig egal, ob klein oder groß. Wir freuen uns über jedes Trinkgeld. Und wem der Stream nicht gefallen hat, der muss aus Prinzip noch mehr geben. Das macht Sinn, oder? Nein, ist ja klar. Wir freuen uns über jedes Trinkgeld, das bei uns ankommt. Es gibt dafür zwei Bezahlwege. Ihr könnt es über PayPal machen. Der Link kommt genau gerade in den... Da, genau da ist er jetzt. Der paypal.me, Tripod Hamburg in einem Wort. Oder wenn ihr euch bei PayPal einloggen wollt, schickt ihr es an. Da ist es gerade. info@rosenplänter. Markel, du bist es. Es ist wie, als hätten wir es abgesprochen. Oder für Menschen, die lieber die klassische Banküberweisung wählen, kommt Kontoinhaber Jan Hingwalter. Jetzt lese ich noch die komplette IBAN in voller Länge vor. Und wer das noch mit dem Kugelschreiber zu Hause auf die Serviette mitnehmen, mit dem Lippenstift auf die Serviette mitschreiben möchte, kann das auch tun. So, das war jetzt unser Wunschteil. Und wir gehen jetzt in den Teil der Stücke, die wir vorbereitet haben. Das heißt nicht zwingend, dass die besser werden, als wir die Wünsche gerade performt haben. Aber wir versuchen es mindestens. Aber ich kann jetzt schon mal vorsichtig verraten, wir haben in jedem Homeoffice-Konzert vor der letzten Nummer, also letzten Nummer, immer noch einen Musikwunsch erfüllt. Also, schreibt ihn jetzt nicht, merkt ihn euch. Und wenn ihr dann soweit seid, dann könnt ihr ihn hektisch in die Kommentare hacken. Und wir suchen uns dann noch einen schönen aus. Jetzt geht es auf Musik aus Fernsehen. Denn wir haben ja genannt Musik aus Film und Fernsehen. Und es gibt einen wunderschönen Song von der Band The Rembrandts. Und ich wette allein nach dem Namen, dass es Briten sind. Kann auch sein, dass ich mich da täusche. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es sind Briten. Und die Rembrandts, die haben nämlich den Titelsong gemacht zur Serie Friends. Gibt es da nicht jetzt eine Neuauflage? Keine Ahnung. Deren Dreh wegen Corona unterbrochen wurde und so weiter. Egal. Ich weiß es nicht.
auf die Ansage freue ich mich schon immer. So, Jungs, der nächste Song ist im B. Achtet auf die Tempiwechsel, der Rest kommt von selbst. War vielleicht ein bisschen zu viel für euch, aber eure Kinder werden da voll drauf abfahren. Ja. Sehr, ja, sehr gut. Was war das für ein Zitat? Das war das Zitat aus Back to the Future, meine Damen und Herren. So. Mein Gott, Marty! 2.51 Gigawatt! Den Übersetzungsfehler habe ich letztes Mal schon erklärt, irgendwann, oder? Ja. Das war's, so. Ja. Egal. So, was machen wir? Wir machen den Song, den jede Band immer spielt, wenn sie auf dem Biker-Treffen ist. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob die Motorradfahrer den eigentlich noch hören können. Wahrscheinlich geht der los und alle Motorradfahrer auf dem Biker-Treffen denken, ach, nicht schon wieder den Song. Aber jede Band denkt, Motorradtreffen, der muss sein. Ja, weil der Film ist halt so gut, ne? Natürlich ist er das. Ihr habt erraten, es war beinhart wie ein Rock. Richtig. Wir fangen zusammen oder fängst du alleine an? Zusammen. Zusammen. Zusammen, gerne. Space. I'll explore the light.
Jetzt schon die Position für den letzten Musikwunsch? Denn danach kommt ja unser letzter Song, bevor wir uns vielleicht noch auf eine Zugabe einlassen würden. Das geht ja fix. Ich denke ja, aber ich hatte... Okay. Als erstmal müssen wir noch Happy Birthday singen. Richtig. Ganz wichtig, denn Ilka hat heute Geburtstag. Ilka sitzt vor dem Stream und hat Geburtstag und deswegen stellvertretend gibt es jetzt einmal für alle, die heute Geburtstag haben, ein Happy Birthday in G-Dur, finde ich gut. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Ilka. Happy birthday to you. Und ja, ja, und wir haben noch, das muss ich auch noch sagen, wir haben noch Geschenke gekriegt. Wir haben Geschenke gekriegt? Ja, 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 ja. Okay. Und wir sehen uns ja in diesem Jahr jetzt zum ersten Mal, das heißt, die werden wir nachher auspacken. Ich freue mich schon drauf. Robert, Anne und so, Aldi. So, jetzt ist die letzte Chance, die ihr habt, einen Musikwunsch heute loszuwerden. Tackert euch die Finger heiß und dann schauen wir mal, was da durchkommt und was wir an dieser Stelle im Programm jetzt erfüllen können. Wir warten mal drauf, bis das kommt. Unter unserem Ankündigungschat. Ja. Da gab es so gewisse Diskussionen, die ich mitverfolgt habe. Ja. Zum Thema Prince of Bel-Air. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, ja, können wir nicht. Prince of Bel-Air können wir nicht. Aber, scheißegal, wir machen es trotzdem. Wir ziehen das jetzt durch, meine Damen und Herren. Das ist immer der Moment, die Anne Kleiber, ja, die Geschenke sind von euch, ja, ja, richtig. Das ist immer dieser Moment, in dem meine Kollegen nicht wissen, was ich vorhabe. Richtig. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nur der Moment? Ja, 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 das ist der Moment. Pass auf, wir machen das mal, kannst du mir so eine, ihr müsst mir so einen Beat droppen, ja, damit ich rappen kann, ist ja klar. Ja, was willst du haben? Die Bassline wäre für dich dumm. Dumm, 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 dumm. Und es ist so, also so, mehr so Moll oder mehr Dur? Nee, Einzeltöne. Ja, so ja, das ist cool, du, ja? Okay. Weil, meine Damen und Herren, als ich damals aufgewachsen bin, als ich so ein kleiner Stefan war, da lief im Fernsehen immer The Fresh Prince, Will Smith mit Prince of Bel-Air. Und jetzt ist es aber so, das kann ich nicht einfach so machen. Jungs, ihr müsst jetzt ganz, ganz tapfer sein. Moment, ich bereite mich kurz vor. Macht ruhig weiter. Ja, das ist gut, Henning, der Sound ist geil. Sehr authentisch. Ladies and Gentlemen, ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich bin endlich wieder 13. Yo, this is the story of a Bel-Air. My life got flipped, turned upside down. And I like to take a minute, just sit right there. I tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Go! In West Philadelphia, born and raised. On the pavement is where I spend most of my days. Max and relaxing all cool, loud shoots and b-ball outside of the school. When a couple of guys, they were rough and no good, started making trouble with my neighborhood. I got one little fight and my mom got scared and said, move between your auntie and uncle in my ear. I backed and I played with her the other day. She packed my suitcase and sent me on the way. She gave me a kiss and then she gave me a ticket. I felt the 249 and I said, as well, kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of champagne glass. Is this what the people of Bel-Air live like? This might be alright. I wished for a cab, and when it came near, it had fresh on the plate and the dice in the mirror. If anything, I could say this kid was rare, but now forget it, you're host to Bel-Air.
about seven and rang and I yelled to the cabbie, you're home, see you later. Looked at my kingdom, I was finally there. The seat on my throne, yeah, the Prince of Bel Air. Check this out. Das ist hart. Jetzt sind die Wünsche ein bisschen untergegangen. Ich habe jetzt diverse Wetten gewonnen, Alter. Das glaube ich sofort. Ja. Das glaube ich sofort. Hammer, Hammer. Die Regie sagt uns gerade, sie haben jetzt alles gesehen, jetzt können sie sterben. Das ist okay. Großartig. Ja. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, jetzt habt ihr alle so schön eure Wünsche geschrieben und wir waren leicht abgelenkt. Schreibt's nochmal! MC Ironheart, ja. Ja, absolut. Stand by me. Oh, geil. Oh ja, bitte. Das ist auch, ich weiß. Der Film heißt Stand by me. Hier, Heike Makatsch. Heike Makatsch, da ist sie. Diese. Nee, Stand by your man, scheiße. Das ist Stand by your man. Stand by me gibt's aber auch als Film. Egal, Blues Brothers hier. Blues Brothers ist auch geil. Komm, wir singen den einmal an. Henning singt den, oder? Oder? Ja, wie hatten wir noch mit der Bassline? Irgendwie ist da was. Genau, wir waren Anton. Komm. Geht doch, oder? When the night has come and the land is dark and the moon it's the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. War doch ein wunderschöner letzter Wunsch für heute. Was mir gerade noch einfällt, ne? Ja. Wir haben ja so ein bestimmte Mottos im Kopf, die wir möglicherweise, wenn ihr uns denn noch ein weiteres Mal sehen möchtet, in einem Homeoffice-Konzert Nummer 12 spielen könnten. Aber was mich viel mehr interessiert, was für Mottos möchtet ihr gerne hören? Also, schreibt einfach in die Kommentare, was euch einfällt, wenn ihr gerne möchtet, dass wir nur Kunstlieder von Schumann und Schubert spielen. Schreibt es rein. Es wird, glaube ich, nichts. Genauso wenig wie alle Symphonien von Beethoven am Stück. Experimentelle Problemmusik. Ah, da bin ich ganz weit vorne dabei. Natürlich. Wir drücken die ganze Nacht auf die 808 und basteln uns Papierflieger aus den Noten von Bach.
Schön wäre auch Art-Rock, oder? Nur ja. So Genesis, Yes. Ja, wenn auch das, da haben wir dann drei nochmal Zuschauer. Nochmal Film und Serien. Ja, das ja. machen wir vielleicht noch irgendwann nochmal. Weil da gibt es wirklich endlos viel. Ja. Ich würde am liebsten die ganze Nacht weiterspielen. Das absolut. Sind so viele geile Wünsche, die ich machen möchte. Aber das liegt so ein bisschen daran, dass ich auf Musikentzug bin. Und zwar tierisch, das merkt man vielleicht. Was mich sehr freut, ist, dass die beiden Songs, die wir jetzt noch vorbereitet, also wir spielen jetzt unseren letzten Song. Jetzt habe ich beide Songs. Wir spielen jetzt unseren letzten Song. Und vielleicht machen wir danach ja noch eine Zugabe. Oh, er hat's verkackt. Egal. Ach, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber wenn wir nicht so viel drauf rumreiten, dann ja. fällt das nicht auf. Ach so. Ne? Haben wir ach nicht. So, guck mal, Sisa, kommen schon geile Mottos. 90er, 80er. Hm. Ja. Classic Rock. 12. Homeoffice-Konzert. Natürlich. Metal ist gut. Was ich sagen wollte, ist, der Song, den wir jetzt vorbereitet haben, der ist heute schon so oft gewünscht worden, dass es zeigt, wir haben ihn richtig geplant. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Each time of my life, and I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it out to you. Oh, I had the time of my life, and I owe. I've been waiting for so long, now I've finally found someone to stand by me. We saw the light on the wall as we felt this magical energy. Now with passion in our eyes, there's no way we can disguise secretly. We don't take each other's hands, cause you seem to understand. Just remember, you're the one that I can't get enough of. So I tell you something, this could be love. With my body and soul, I want you more than you ever know. So we just let it go. I'd be afraid to lose control. No, no. And I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me, just remember. Wir machen die Hebefigur, aber das lässt sich leider mit den Bestimmungen nicht vereinbaren. Wir kriegen keine Hebefigur unter 1,5 Metern hin. Darum haben wir jetzt einen kleinen Trostpreis für euch überlegt. Jan-Henning Walter hat sämtliche Zeit im Lockdown nur dafür verbracht, das Saxophon-Solo aus Time of My Life auf die E-Gitarre zu übertragen und wird das jetzt als echtes Männergitarren-Solo für euch hier performen. 1, 2, 3, 4!
and gentlemen, das ist der Moment, in dem ich euch die Band vorstellen möchte. An der Gitarre Jan-Henning Walter. Am Schlagzeug und am Keyboard Christoph Rosenplänter. Dankeschön. Wir haben am Bass und am Gesang Stefan Erhard. Und für euch an der Lichttechnik ist Andreas der lange Bur. Und der Mann, der die Kameras im Griff hat, meine Damen und Herren, das ist Sebastian Mauki Maukel. Applaus bitte. Das war das Konzert Nummer 11. Wir hoffen, wir sehen euch bei einer 12. Macht's gut. Seid nicht so einsam, nehmt irgendjemanden in den Arm. Und wenn ihr es selbst seid. Corona-Komfort. Now I hate the time of my life. And I never felt this way before. Never felt this way. It's the truth. And I owe it to you, 'cause I hate the time of my life. And I never felt this way before. 'Cause I swear it's the truth. Gracias, Dankeschön, hinaus in diese wunderschöne Welt, die uns zuhört. Es ist so schön, dass wir Musik machen dürfen, obwohl wir eingesperrt sind. Ei. Ja, also wir gucken immer so ein bisschen auf unseren lustigen Bildschirm hier vor uns. Wir dürfen ja mitlesen bei euch und wir danken, dass ihr so wunderschön alles reingeschrieben habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin ein bisschen außer Puste, wie man merkt. Es gab so viele schöne Musikwünsche. Wenn euer nicht dran gekommen sein sollte, nicht übel nehmen, denn es war so viel, da hätten wir wirklich, ich meine, so Silvesterabend fast mitfüllen können. Ja. Und unsere große Silvester-Gala. Wir sind jetzt eigentlich schon wieder drüber von der Zeit her. Ne? Richtig. Wir nehmen es uns immer vor, irgendwie pünktlich zu sein, damit ihr auch pünktlich irgendwie ins Bett kommt und so, aber es wird immer nichts. Es ist viel zu schön, Musik zu machen. Vielen Dank. Und was soll man sagen? Mir fehlen so ein bisschen die Worte, wisst ihr? Also seht ihr oder hört ihr vielleicht gerade. Und Henning singt euch jetzt noch ein schönes Liedlein und damit verabschieden wir uns von euch. Ich würde sagen, kommt gut nach Hause. Nein, bleibt gut zu Hause und lasst es euch gut gehen. Bleibt tapfer. Das ist die Phrase. Bleibt schön zu Hause. Bleibt schön zu Hause. Okay. Du bist soweit, Henning? Nö, kann losgehen. Some things in life so bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and cruise. When you tune on life's crystal, don't gamble, give a whistle, and listen how things turn out for the best. Aye, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. If life seems surely rotten, there's something you've forgotten. A man so laugh and dance and smile and think. When you're feeling in the dumps, don't be silly jones. Fills your lips and whistle as the pain. Ich möchte, dass ihr mich lange da lebt. I'll always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death is the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. And yet the day, hey, always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath,
of shit when you look at it. A laugh's a laugh and that's a joke, it's true. You see, it's all a show. You're the audience to go. Just remember that the last laugh is on you. So always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Dieser miese Rüpel. Always look on the bright side of life. Das ist die Volksfront Judäa. Always look on the bright side of life. Jeder nur ein Kreuz, jeder nur ein Kreuz. Always look on the bright side of life. Zur Kreuzigung? Nee, ich bin begnadigt. Aber nur mit, ich bin zur Kreuzigung. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Always look on.